ungewöhnliches Wandergepäck. Doch für die drei Naturfreunde Werner Sandig, Peter Rehner und Günter Klausnitzer ist das die Standardausrüstung. Sie sind wieder einmal unterwegs, um den Besuchern der Ferienregion Holzau-Rechenberg-Biedenmühle die Orientierung zu erleichtern. Nee, ich stelle das auf der anderen Seite machen, Peter. Ja. Nee, gerade entgegengesetzt. So. Und da sehen die das von unten, die von unten kommen, sehen das Schild. Und die hier rauskommen, die sehen auch das Schild. Die drei pensionierten Unruhegeister sorgen seit Jahren dafür, dass hier auch die Touristen den Überblick behalten. Und dann habe ich mir überlegt, wo waren die eigentlich alle? Dann habe ich erst noch mal recherchiert, um festzustellen, was ich geholt habe. Dann habe ich mir überall hinten ein Vermerk drauf gemacht. Weil du sonst gehst du in die Brüche. Das weißt du noch eine Woche nicht mehr. Im Holzhauer Wandergebiet gibt es 60 solcher Wegweiserstandorte. Über 1000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit haben die Holzhauer Heimatfreunde bisher für deren Instandhaltung investiert. Wegweiser sind vor allen Dingen im Sommer wichtig, weil die Leute, die hierher kommen, eine Orientierung brauchen, wo sie langlaufen können. Wenn die die nicht haben, kommen sie nicht. Spielt natürlich das Wetter eine große Rolle und das Gebiet braucht diesen Tourismus, damit die Gastronomie nicht flöten geht. Die drei aber setzen im Moment auf Selbstverpflegung. Zur Einkehr in die Schenke haben die Rentner keine Zeit.